Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr habt genauso gute Laune mitgebracht wie ich. Ich liebe die Offseason einfach. Es gibt Trades, natürlich sehr, sehr viel Veränderungen. Wir alle versuchen zu evaluieren, okay, wer ist jetzt Gewinner und Verlierer bei dem und dem Trade und wie wird das Team in der nächsten Saison aussehen und auflaufen. Dann hast du natürlich heute Nacht den NBA Draft, auch der wird super spannend. Ich bin so gehypt und ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht. Aber ich glaube, es wird eine sehr, sehr intensive Nacht. Das könnte man jetzt auch zweideutig sehen, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und dann natürlich die Free Agency, die in ein paar Tagen beginnt. Und dann gibt es so viel Veränderungen bei den unterschiedlichen Teams. Und dann kommt natürlich auch die Gier irgendwo zu sehen, funktioniert das. Und dann haben wir aber erstmal 2-3 Monate Sommerpause. Aber ja, bis dahin genießen wir es auf jeden Fall. Freunde, was sagt ihr zu diesem neuen Look? Porzingis wurde heute Nacht zu den Boston Celtics getradet. Es war ein Trade, der über mehrere Stunden ging. Es gab erstmal einen komplett anderen Trade mit den Clippers. Da war dann Brockton mit drinnen. Letztendlich wurde das dann alles nochmal komplett abgeändert. Anscheinend, weil die Clippers Sorgen hatten bezüglich des Verletzungsstatus von Malcolm Brockton. Und jetzt gab es einen Trade zwischen den Washington Wizards, zwischen den Memphis Grizzlies und den Boston Celtics. Also Jason Tatum, Jaylen Brown und Porzingis. Kann man sagen, eine neue Big Three in der NBA? Ich glaube schon, oder? Vor allen Dingen, wenn du überlegst, es sind drei Spieler, die über 20 Punkte scoren können. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das offensiv aussehen wird. Aber auf der anderen Seite gibst du nicht irgendjemanden ab, sondern du gibst ihn hier ab, Marcus Smart. Und dann auch daran, an diesen Look müssen wir uns gewöhnen. Mir fällt das ehrlich gesagt ziemlich leicht, weil ich glaube, Marcus Smart vom Mindset her, von seiner Persönlichkeit, wie er Basketball spielt und interpretiert, fühle ich total bei den Memphis Grizzlies, aber wow, ob die Celtics da nicht einen Fehler machen, wirklich Herz und Seele des Teams abzugeben, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das vor allen Dingen auch die Celtics-Fans sehen. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen eine Hassliebe gewesen zwischen den Celtics-Fans und Marcus Smart, weil es gibt einfach manche Dinge, da kannst du gar nichts über ihn kommen lassen. Das ist halt wirklich einfach Mindset, Persönlichkeit, Leadership, Defense. Aber er hat natürlich auch hier und da meine ganz, ganz wilde Shot-Selection mitgebracht, offensiv abgetaucht, Turnover. Also deswegen bin ich mal gespannt, wie die Celtics-Fans das Ganze einordnen. Apropos einordnen, das machen wir jetzt. Denn der Trade war natürlich wesentlich größer. Porzingis und Marcus Smart sind hier sicherlich die Keyplayer, auf die man schaut. Jetzt aber erstmal der komplette Trade im Überblick. Ich habe das für euch ganz kurz nachgebaut. Die Celtics bekommen Porzingis und zwei First-Round-Picks von den Memphis Grizzlies. Das ist jetzt einmal der Pick von heute Nacht, der 25. Pick. Und dann 2024 der First-Round-Pick von den Golden State Warriors. Dann die Wizards bekommen Tyus Jones. Da werde ich auch gleich noch was dazu sagen, weil ich Tyus Jones, ich liebe Tyus Jones. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Move für die Washington Wizards. Gallo, Muscala sind dann eher so Cap-Filler, weil nur mit Marcus Smart hätte es natürlich nicht funktioniert, weil Porzingis verdient 36 Millionen US-Dollar. Und Marcus Smart verdient 18,5 Millionen US-Dollar. Also das wäre dann, hätte dann nicht funktioniert. Mir tut es für Gallo ehrlich gesagt leid, weil ich glaube, der hat sich sehr, sehr gefreut auf die Saison mit den Boston Celtics. Hat sich letzte Saison übel verletzt, konnte dann kein einziges Spiel bestreiten. Hat dann natürlich logischerweise auch seine Player-Option gezogen und jetzt bei den Wizards. Aber ja, vielleicht tut dem Wizards auch so ein Veteran gut. Mike Muscala, auch ein guter Typ, ein Stretch-Fünfer, Stretch-Vierer, je nachdem, wie die Wizards ihn einsetzen werden. Und ein Second-Round-Pick. Und die Memphis Grizzlies bekommen dann eben Marcus Smart. Ich fange erstmal bei den Memphis Grizzlies an. Marcus Smart ist halt ein Typ, der, glaube ich, zum einen irgendwo diese Leadership mitbringen soll, was das Team einfach braucht. Es ist sehr, sehr jung. Wir haben die letzte Saison ja auch mitbekommen bei den Memphis Grizzlies. Sehr, sehr viele Off-Court-Topics. Und ich glaube, man braucht da einfach mal ein bisschen Stabilität und vielleicht auch jemand, der so als Vocal Voice vorangehen kann, das sehe ich bei Marcus Smart natürlich. Also, positiver Punkt. Zweiter positiver Punkt, auch wenn Dylan Brooks in den letzten Wochen und Monaten keinen allzu positiven Ruf genossen hat, du hast natürlich Defense verloren. Und mit Marcus Smart holst du dir wieder Defense ins Team. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie spielen werden. Jetzt zu Saisonbeginn ist es natürlich nochmal eine andere Frage, weil Ja Morant eben für 25 Spiele gesperrt wurde. Aber wie spielen sie es dann auch, wenn Ja Morant wieder zurückkommt? Also auch da bin ich mal gespannt, wie dann die Rotationen aussehen werden und die Minutenverteilung. Ja, Marcus Smart ist jemand, der an einem Abend dir Offense bringt, dass du denkst, okay, krass, wow, da trifft er irgendwie 6 von 9 from downtown. Also ist eigentlich hauptsächlich konzentriert er sich natürlich auf den Dreier, auf Defense und auf den Spielaufbau. Spielaufbau
kann er eigentlich auch, ja, ich weiß halt nur nicht, ob er dein, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das erste Saisondrittel jetzt aussehen wird mit ihm, weil ich denke mal, Tyus Jones wäre Starter gewesen jetzt bei den Memphis Grizzlies und er hat halt als Starter, komm, ich nehme diesen Punkt gleich vorweg, er hat als Starter einen überragenden Job gemacht bei den Grizzlies. Also 16,4 Punkte, 8,1 Assists, 4 Rebounds in 22 Spielen als Starter. Der Typ hat eine überragende Assist-to-Turnover-Ratio. Also ein total geiler Spieler, den ich unglaublich gerne mag. Und die Wizards, ja, die Wizards gehen hier wieder raus ohne First-Round-Pick, was natürlich ätzend ist. Bradley Beal auch schon ohne First-Round-Pick in dem Trade. Aber Tyus Jones ist ein Spieler, den man, glaube ich, jetzt die nächsten Jahre auf jeden Fall dort sehr, sehr gut gebrauchen kann. Also aus Grizzlies Perspektive irgendwo schade, dass man Tyus Jones abgibt. Aber ja, was natürlich die Frage ist, ist ein Marcus Smart, Tyus Jones und 2 First-Round-Picks wert? Da gibt es ein paar Stimmen, die sagen, das ist zu viel. Und ich würde sagen, es ist vielleicht ein First-Round-Pick zu viel. Ansonsten, ich fühle Marcus Smart schon. Und wenn dann auch Ja Morant wieder zurück ist und wie gesagt, Marcus Smart ist sicherlich auch die Idee dahinter. Wir brauchen halt durch den Abgang von Dylan Brooks halt wieder einen guten Verteidiger. Wir brauchen einen guten Perimeter-Verteidiger und das bringt er natürlich mit. Washington Wizards bekommt Tyus Jones. Ich habe es gerade eben schon gesagt, ich bin ein Riesenfan von ihm. Das ist ein sehr, sehr guter Playmaker mit einem ganz, ganz ruhigen Spielaufbau, hat ein super Auge, kann auch offensiv selber abschließen, erlaubt sich fast keine Turnover. Also ein geiler Typ, vor allen Dingen, der ist auch noch relativ jung. Tyus Jones ist 27 Jahre alt, hat einen auslaufenden Vertrag. Da müssen sich dann die Washington Wizards mit ihm zusammensetzen. Ich denke aber, ja, wenn man jetzt gerade überlegt, die Washington Wizards haben gerade sehr, sehr viele Point Guards, also die werden sowieso noch den einen oder anderen traden und auf jeden Fall auch Chris Paul. Aber könnte man durchaus vorstellen, dass Tyus Jones der neue Starting Five Point Guard der Washington Wizards ist. Also über ihn lasse ich gar nichts kommen. Und vor allen Dingen, ich habe ja immer gesagt, wenn die Wizards im Optimalfall irgendwie einen First-Round-Pick zurückbekommen oder junge Spieler, mit denen man einfach über die nächsten Jahre arbeiten kann, dann ist das schon ein Big Win. Weil wenn man sich jetzt auch anschaut, was die jetzt für Porzingis bekommen haben, Tyus Jones, okay, gut. Gallo, auch wenn ich Gallo mag. Mike Muscala, kannst du auch. Es sind Spieler, die versuchen jetzt natürlich auch so gut es geht, die Gehaltsbücher leer zu bekommen. Das sind 2 auslaufende Verträge, also die haben keine Zukunft bei den Washington Wizards. Dann bekommst du einen Second-Round-Pick via Portland von den Boston Celtics. Also Tyus Jones macht das Ganze für mich gerade noch so einen Win-Trade, aber alles, was danach kommt, ist natürlich sehr, sehr dürftig. Aber sie sind selber schuld, sie haben einfach den Rebuild verpennt. 2 Jahre zu spät. Deswegen, du bekommst für die ganzen Spieler nichts mehr. Du hast für Bradley Beal gefühlt nur einen Apfel und ein Ei bekommen. Du bekommst hier zumindest einen goldenen Apfel und ein Ei, aber du bekommst halt keine First-Round-Picks. Und auf der anderen Seite, die wahrscheinlich spannendste Frage vom Fit her, Porzingis bei den Boston Celtics. Die 2 First-Round-Picks. Mal schauen, ob die Boston Celtics mit denen arbeiten werden oder ob sie sie weiter traden. Ich glaube, die Boston Celtics sind eventuell noch nicht fertig. Ich erwarte Porzingis in der Starting 5, wahrscheinlich an der Seite von Al Horford. Was bei Porzingis natürlich der Wahnsinn ist. Und er hatte ein bisschen eine Saison, die unter dem Radar lief. Das muss man auch ganz klar sagen. Weil er hat jetzt 65 Spiele gemacht, was für ihn ein Top-Wert ist. 49,8% aus dem Feld, 38,5% from downtown, also Spacing bekommst du mit Porzingis ohne Ende, vielleicht auch wieder mehr Platz für Jason Tatum und für Jaylen Brown. Und natürlich, Porzingis kann natürlich diese Würfe in einem ganz anderen und höheren Volumen nehmen, als jetzt zum Beispiel ein Al Horford. Und ein Al Horford wird natürlich auch nicht jünger. Time Lord, finde ich, nach seiner Verletzung hat nicht mehr anknüpfen können an seine Leistungen zuvor, erwarte ich dann von der Bank. Bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das funktioniert. Aber Porzingis kann man defensiv vielleicht auch so ein bisschen auffangen. Ich bin ehrlich gesagt vorsichtig. Ich glaube, offensiv könnte das ganz gut aussehen. Defensiv habe ich große Fragezeichen. Besonders werden die Gegner sicherlich versuchen, Porzingis rauszupicken, ans Perimeter zu ziehen. Also die Switching-Defense, die Celtics da jetzt die ganze Zeit praktiziert haben, die wird mit Porzingis so einfach nicht mehr funktionieren. Aber ja, die Quoten sprechen natürlich trotzdem für ihn. 50, 39 und 85% aus dem Feld, 8,4 Rebounds. Er hat wirklich eine gute Saison gespielt und man bekommt hier offensiv einen Spieler, der
ja nochmal wesentlich krasseres Spacing gibt als jetzt ein Al Horford oder egal welches Lineup. Es wird ja auch erwartet, dass Jaylen Brown wieder mehr auf der 2 spielen soll. Derrick White jetzt in der Starting 5 als Starting 5 Point Guard. Malcolm Brogdon, ich bin sehr, sehr gespannt. Also, ich bin da ganz ehrlich zu euch. Ich weiß nicht, ob man diesen Trade nicht noch bereuen wird. Denn ich habe eigentlich eher Bedarf gesehen auf der Point Guard Position, dass man jemanden holt, der im Spielaufbau noch besser ist, der vor allem sich kaum Turnover erlaubt, der das Spiel auch mal leiten und lenken kann. Und auch wenn ich Derrick White und Malcolm Brogdon sehr, sehr gerne mag, das sehe ich bei beiden irgendwie nicht so wirklich. Wenn du dann Jaylen Brown auf die 2 schiebst, dann hast du auch wieder das Thema Ballhandling, Turnover. Also ganz überzeugt bin ich von dem Ding ehrlich gesagt nicht. Schauen wir noch kurz auf die Verträge. Zum Abschluss, damit wir auch da auf dem aktuellsten Stand sind. Also Porzingis hat natürlich seine Player-Option gezogen, ansonsten wäre dieser Trade nicht möglich gewesen. Hat jetzt die Möglichkeit, direkt in Vertragsgespräche zu gehen mit den Boston Celtics. Ich glaube, 2 Jahre und 77 Millionen US-Dollar. Das ist Max 77 Millionen US-Dollar. Das war ihr wisst schon, was ich meine. Meine Zunge war irgendwie schneller als mein Mund. Ist das Maximale, was er jetzt verlängern kann. Sie haben die Bird Rights an ihm, auch wichtig. Auslaufender Vertrag. Ja, wenn man ihn verlängert, also dann ist man auch auf jeden Fall so langsam auf der Schiene. Wenn du dann noch Jaylen Brown den Supermax gibst, wonach es aktuell ja aussieht, dann wird dieses Boston Celtics Team auch ganz schön teuer. Also bin ich mal gespannt. Aber jetzt hast du erstmal eigentlich keinen Stress. Letztes Vertragsjahr von Porzingis. Marcus Smart auf der anderen Seite, da haben die Memphis Grizzlies erstmal keine Bedenken. Ich finde den Vertrag von Marcus Smart ziemlich gut, vor allen Dingen auch mit dem steigenden Salary Cap, 18,5 Millionen US-Dollar, hat noch Vertrag bis 2025/26. Also da hat man einen guten Deal gemacht. Vor allen Dingen, man muss sich jetzt nicht um den auslaufenden Vertrag von Tyus Jones kümmern. Tyus Jones 14 Millionen. Tyus Jones ist natürlich schon, muss man sagen, der bessere Playmaker. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, was ist wichtiger? Playmaking von Tyus Jones oder dass du mit Marcus Smart wieder diese Defense reinbekommst, die du auch durch Dylan Brooks hattest? Die Frage, die werden wir erst in der nächsten Saison beantwortet bekommen. Das ist der Deal. Es ist echt, ich bin gespannt. Also Gewinner und Verlierer, sehr, sehr schwer zu beantworten. An der Stelle vielleicht noch überhaupt nicht, weil wir nicht wissen, die Memphis Grizzlies, machen die eventuell auch noch was weiteres, nicht auszuschließen. Die Wizards machen auf jeden Fall noch was, weil bei denen ist jetzt gerade eben Sell-Out. Chris Paul wird auch definitiv noch weiter getradet. Bei den Celtics bin ich mir auch nicht sicher, ob die diese beiden First-Round-Picks jetzt behalten oder ob die direkt weiter traden. Mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Freunde, das ist meine Einordnung des Ganzen. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Vor allen Dingen Celtics-Fans, wie fühlt ihr euch mit dem Abgang von Marcus Smart? Und was denkt ihr, wie wird das funktionieren? Jaylen Brown, Jason Tatum und Porzingis. Freunde, das war's von mir. Danke fürs Reingucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Max. Ciao.